So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen weiter für das Kaiserreich gequestet. Und in dieser Folge werden wir mal das... Okay, ich kann wieder nicht schnell reisen. Eri ist der Boss. Sprecht, hier seien Güte in Person, Kodrien. Ich wette, Lady Mar. Okay, also jetzt werden wir mal versuchen, hier irgendwie zu schnell reisen, dass wir da oben zu diesem Lager Pale da kommen. Du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Wo ist denn hier ein Feind? Meinst du den da? Ne, das ist ein Pferd. Hier kein Feind. Wo ist der Feind? Darf ich jetzt vielleicht schnell reisen? Immer noch nicht. Warum denn nicht? Verstehe ich nicht. Aber da vorne ist auch noch irgendwas, ne? Das sollte ich mir auch noch mal angucken, kurz bevor... Ah, du bist der Feind! Winturu. Ach, du bist der, den Alduin da hat auferstehen lassen, ne? Naja, macht einen Kopfstand. Okay, cool. Er kann jetzt aber nicht wirklich viel, ne? War ja jetzt nicht besonders schwierig. Hier ist die Kiste. Ja, der scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Hallo? Bruder, du brauchst einen Zahnarzt. Mit Ansage. Ich nehme mal deine Kiste mit, ne? Du hast mit Sicherheit nichts dagegen. So, Winturu. Hat er zählt das jetzt immer noch als Kampf? Es zählt immer noch als Kampf, okay. Ich werde das mal einmal kurz, ich werde einmal kurz hier speichern und dann werde ich einmal zum Hauptmenü zurück und einmal neu laden. In der Hoffnung, dass Winturu dann jetzt tot ist. Okay, das ist jetzt echt ein Bug. Perfekt, dann laden wir doch mal... Was war das denn? 2.8. 8.11 Uhr, das haut in etwa hin. Dann lade ich mal das kurz neu. Ah, das war bevor wir den Tönnes geholt haben, ne? Ich beschaffe das Paket vom Kurier. Ja, okay, das ist in Ordnung. Da holen wir uns dieses Paket jetzt einfach nochmal. Da war jetzt, irgendwie war das jetzt ein bisschen verbuggt. Es kommt auch übrigens kein neues Projekt als zweites Standbein, bevor jetzt nicht Starfield draußen ist. Weil ich das unbedingt zocken will. Ja, schießen wir einfach direkt. Dürfen wir denn jetzt schnell reisen? Ja, jetzt darf ich... Ich erkunde das wann anders da hinten. Bevor jetzt wieder dann Feinde in der Nähe sind und ich wieder nicht schnell reisen darf. Und dann Winturu da wieder rumbackt. Wir bringen jetzt erstmal die Dokumente zu Legatricke. Grüße dich, Chef! Sehr gut. Dann sehen wir mal, was ihr da habt. Interessant. Sie wissen mehr über unsere Pläne, als ich vermutet hatte. Scheinbar braucht Festung Dunstadt Verstärkung. Wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt. Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz. So, das sollte reichen. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen. Das wird ihn verwirren und uns ein wenig Luft verschaffen. Okay. Dann ab nach Dämmerstern.
Denn dann questen wir jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen. Aber das nächste Mal, wir werden auch auf jeden Fall noch mal ein paar Drauke-Ruinen erforschen. Ganz mit Sicherheit auch. Dämmerstern-Kaserne, perfekt. Weil da gibt's voll oft, Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Denn da gibt's jederzeit irgendwelche, coolen Waffen. Warum tragt ihr nicht die Uniform der Sturmmäntel? Ich hab's für das hier abgelegt. Das ist wohl richtig. Gute Idee. Also gut. Mal sehen. Ah, gut. Offenbar ist die Verstärkung für die Festung unterwegs. Und wir haben auch Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, Botschaften zu überbringen, wo es in der Gegend doch nur so von kaiserlichen Kundschaftern wimmelt. Gut gemacht. Ja, klar doch, gerne. Nehmt ihr euch nicht einen Schluck im windigen Gipfel, ehe ihr euch auf den Rückweg macht. Bis zum nächsten Mal. Ja, nett. Der weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht, der Bro. Dass wir jetzt gerade ein Spitzel waren. So, ab nach Pale. Bin ja mal sehr gespannt, wie das ausgeht hier, diese Questreihe. Ich habe die noch nie zu Ende gespielt. Habt ihr eine Meldung für mich? Melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Dunstadt. Ach du je, das müssen wir jetzt. Euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Ja, hört sich nach dem Plan an. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Die Festung ist so gut ich wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. So, wo muss ich hin? Ich glaube, mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Ich habe schon so lange keinen Sturmmantel getötet, dass mein Schwertarm ganz schwach geworden ist. Ja, wo soll ich mich denn mit denen treffen? Wäre nett, wenn ihr mir das sagen könntet. Bin ich doof? Ah, da unten. Festung Dunstadt. Genau, die Dinger müssen wir ja auch noch alle zusammen sammeln. Also wir haben noch einiges zu tun, liebe Freunde. Das lasst euch mal gesagt sein. Wir haben noch richtig was vor. Jetzt geht's auf jeden Fall gleich erstmal in Festung Dunstadt. Und dann werden wir uns die mal vorknöpfen, hier diese Festung. Ich brauche euch ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich kann die Festung auch alleine hochnehmen. Erobere Festung Dunstadt, indem du 100% der feindlichen Streitmacht besiegst. Ja, dann fangen wir doch mal an hier. Ja, fangen wir mal an, ne? Ihr könntet das mal aufmachen, das wäre sehr cool eigentlich. Ah ja, jetzt ist offen, sehr gut. Ist da auch noch einer? Das ist auch noch einer, ne? Man erkennt das immer an diesen tollen spitzen Helm. Ja, 81%, ach du Scheiße. Ja, da drin werden wahrscheinlich auch noch einige sein, ne? Alter, der haut mich.
Da sind auch noch welche, die werden auch noch weggesnackt. Aber wir müssen Festung Dunstadt dann eigentlich auch noch mal erkunden, ne? So kann man, finde ich, ein bisschen besser zielen. Weil der Bogen dann nicht so im Weg ist. Sagt er und schießt erstmal fett daneben. Aha, besser ist. Das ist nicht mehr weit. 27% noch. Gleich haben wir Festung Dunstadt. 5%, ne? Ey! Na hör mal. Also eigentlich müssten wir das ganze Ding jetzt hier nochmal erforschen, ne? Kann man das auch mit Feuer kaputt machen vielleicht? Ich glaube, das kann ich gar nicht einsetzen. Ich glaube, dafür habe ich gar nicht genügend. Ne, okay. Ich will mal reingehen, mal gucken, was da so ist. Zum Beispiel diese Rolle des Heldenmuts. Die will ich doch haben. Wer weiß, manchmal verstecken sich hier in solchen Festungen auch coole Sachen. Ne? Man muss immer mal gucken. Es geht ja auch darum, wir wollen ja auch weitere Waffen sammeln. Aber so wie es aussieht, ist hier nix. Okay. Dann werden wir uns mal auf den Rückweg begeben. Aber ich kann wahrscheinlich im Moment noch nicht, weil hier noch die Kaiserlichen am Start sind. Hier ist auch noch irgendwie was. Kaiserlichen sag ich schon, weil hier noch die Sturmmäntel am Start sind. Ich frage mich ja, ob das einfach dann in die andere Richtung geht. Ob dann, wenn man jetzt sich den Sturmmäntel anschließt, ob man dann das gleiche machen muss, was man jetzt hier gemacht hat. Nur, dass dann diese Festung jetzt von Kaiserlichen besetzt ist, anstatt von Sturmmänteln. Könnte ja auch sein. Na, guck mal, hier ist der Kerker. Ein Skiver. Ein Skelett. Oh, schön hier, ne? Wirklich sehr, sehr einladend. Hier sind nochmal Eisenpfeile, das ist auch gut. Noch mehr Eisenpfeile. Schön nochmal kostenlos Munition. Das ist immer gut. Das nehmen wir natürlich gerne. Ach scheiße. Naja gut, so wichtig ist das Gold jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, wir sind ja schon auch wirklich sehr reich. Warte mal, wo wäre denn hier der Schalter gewesen, um das hier auszulösen? Weil Lydia neigt ja mal dazu, auf solche Schalter draufzutreten. Hier ist noch ein bisschen Stroh so mäßig. Haben wir hier noch? Dann nochmal einen Heiltrank, das ist gut. Heiltränke können wir gebrauchen. Wir wissen nie, auf was wir mal noch so für Gegner stoßen. Okay. Dann einmal zurück zu General Tullius. Dass wir Pale zurückerobert haben. Und da bin ich ja mal gespannt, was er jetzt dazu sagt. Aber warte mal, ich bin völlig falsch, ich muss ja hier lang. Wie viel Traglast habe ich? Ach, ist noch gut, dort haben wir noch ein bisschen Platz. Können wir noch ein, zwei Dungeons erkunden. Was hat diese Akademie-Magier überhaupt in Sartal zu suchen? Das ist ein Ort für die Toten der Nord.
So, General. Durch die Einnahme von Pale bekommen wir einen weiteren Hafen in Dämmerstern und wir sind in Reichweite von Windhelm. Das sollte Ulfric etwas vorsichtiger machen, nicht wahr? Bestimmt, ja. Werden von gut ausgebildeten und disziplinierten Männern gewonnen. Kriege werden von talentierten und außergewöhnlichen Personen gewonnen. Ich befördere euch zum Präfekt. Nehmt diese Klinge als Geschenk und Symbol eures neuen Rangs. Ihr habt sie euch verdient. Okay, Zwergenschild. Gebt euch zu unserem Lager in Rift. Wir haben ein paar Überraschungen für die Sturmwände parat. Oh, okay. Ihr werdet genau das tun, was Ricke euch befiehlt. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um die Sturmmäntel unterwegs in ihre Schranken zu weisen. Jawohl, alles klar. Das Kaiserreich. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Klar. Okay. Ja. Wir müssen einmal tatsächlich nach Riftdon zurück. Und einmal gucken. Was wir da jetzt noch so an Gegenständen haben, die wir lagern wollen. Denn wir werden ja bald hoffentlich dann das Haus in Windhelm freischalten, welches ich auch selbst noch gar nicht kenne. Was benötigt ihr, mein Tane? Erstmal gar nichts. Also genau, hier waren Rüstungen drin. Ja, verstehe. Und hier waren die Waffen drin, ne? Genau. Habe ich noch irgendwas? Stab der Wiedergänger. Nee, das ist alles des Erntens. What? Auf den Punkt Ausdauer schon. Nö, ansonsten habe ich erstmal nichts mehr. Außer Wolsung. Du hast ein geiles Leben, wa? Du wirst bezahlt, um hier zu sitzen und nichts zu tun. Nur Lydia. Lydia muss leiden. So, wo müssen wir denn rennen? Hin? Lagerrift. Ah, da unten. Kaiserliches Militärlager. Ja, da bin ich ja mal gespannt jetzt, was wir da machen müssen. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt überall so ein bisschen stärken und dann können wir vielleicht irgendwann Ulfric angreifen oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann. Habt ihr eine Meldung für mich? Melde mich zum Dienst. Richtung Rifton. Ah, okay, cool. Die Spione melden, dass der Vogt des Jarl, Anuriel, Abmachungen mit der Diebesgilde getroffen hat. Es wäre sehr peinlich für ihn, wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekäme. Ihr müsst Beweise für ihre korrupten Machenschaften finden und sie verwenden, um sie zur Mitarbeit zu überreden. Na klar. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Die Wachen des Jarl sehen es nicht gern, wenn Fremde die Privatgemächer des Vogts durchwühlen. Kein Problem, Jungs, ich bin da Tane. Gut. Auf euch kann ich immer zählen, nicht wahr? Selbstverständlich. Du, ich bin ja auch der... Eigentlich kann ich dir das jetzt schon sagen. Ich bin ja Diebesgildenmeister. Da muss ich eigentlich nur mal einmal, ne? Lass uns mal einmal kurz das Lager verlassen. Wobei, ne, wir spielen jetzt erst die, diese Questreihe durch. Bevor wir uns dann wieder in Erkundungstour begeben. Weil ich habe tatsächlich auch nochmal Lust, ein paar Dinge einfach so zu erkunden. Denn voll oft ist es auch in Skyrim so, dass man in die Dungeons gar nicht rein muss. Die sind questtechnisch überhaupt nicht von Notwendigkeit. Es gab einen Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher ungenau. Manche sagen, es wären Talmor-Agenten gewesen. Andere sprechen von der Diebesgilde. Ne, ich war das. So, Keule. Gut, diese ganzen... Ein paar kurze Zeilen zu meinem Sohn Sibi. Er ist so zu behandeln, wie ich dies bei jedem Mitglied der Familie Schwarzson erwarten würde und jedem seiner Wünsche ist fraglos nachzukommen. Allerdings untersage ich euch, ihn freizulassen, es sei denn, ich würde es ausdrücklich erlauben. Sibi muss lernen, wo er hingehört und das lernt er nur hinter Schloss und Riegel. Okay, cool. Und den darf ich nehmen. Das hier wiederum wäre stehlen. Die alte Frau, die das Waisenhaus. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anurik. Hier warte, erstmal will ich das, genau. Einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Dankeschön.
Nicht hier. Kommt mit. Bleibt in meiner Nähe, dann lassen die Wachen euch in Ruhe. Die Wachen lassen mich auch so in Ruhe, weil ich ein, weil ich hier Tane bin, liebe Freunde. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ja, du hast es schon gar nicht gemerkt. Hier sind schon so viele Dinge abhanden gekommen. Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Hab ich recht? Nun, was wollt ihr? Ihr Rebellen kriegt es gut, selbst in euch zu zerstören. Soldaten, die Botengänge erledigen. Aha, ihr seid also ein Spion der Kaiserlichen. Ja. Interessant. Ich habe nicht besonders viel für die Sturmmäntel übrig. Und dasselbe gilt auch für das Kaiserreich. Euer Krieg macht es einer findigen Frau nicht leicht, ihre Interessen zu verfolgen. Wie viel? Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie wir beide von dieser unglücklichen Entdeckung profitieren. Klar, immer gerne. Wie viel? Woran habt ihr denn gedacht? Was ich euch von einer großen Gold- und Waffenlieferung erzählen würde. Okay. Sprecht weiter. Ich bin doch nicht dumm. Ihr erfahrt, was ihr wissen müsst, wenn wir uns geeinigt haben. Und wie wär's jetzt mit etwas für mich? Nun, mir bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, nicht wahr? Hm. Also gut. Ich hoffe, ein fetter Geldbeutel voller Septime wird reichen. Okay. Sprecht. Wie viel reden wir hier? Um im Krieg einen entscheidenden Unterschied zu machen. Oh, das wäre doch auf jeden Fall brauchbar. Okay. Gut, abgemacht. Die bringen sie mit dem Wagen nach Windhelm. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Das ist doch mal eine Ansage. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Was für, ich habe hier keinen Zutritt? Selbstverständlich habe ich da Zutritt. Ich bin hier Tane, ich darf hier alles. So, Legat Ricke. Boah, ich bin schon auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Und dann bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt auf das Haus in Windhelm. Ich habe es noch nie gekauft, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht von innen und vor allem... Also von innen wissen wir jetzt, wie es aussieht, aber ich habe keine Ahnung, wie es eingerichtet aussieht. Da. Erstklassige Arbeit. Ich wusste, dass ihr mir etwas Brauchbares bringt. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Auf jeden. Der General und ich zufälligerweise einige Kundschafter entlang der... Wo soll das denn sein? Hier, ne? Schlosswachturm trifft die Männer. Alles klar. Vorne wäre es noch eine Höhle, die wir uns auf jeden Fall auch nochmal reinziehen könnten. So, Mäus, los geht's. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart bei Helgen bei uns und bei Weißlauf. Schön, euch dabei zu haben. Wie geht es euch? Wie hat es euch hierher tatsächlich? Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Na, guck mal. Das also ist der Trend. Münzen und Waffen. Woher wisst ihr das? Das Orochimaru. Na schön, behaltet eure Geheimnisse. Das ist der Synchronsprecher von Orochimaru aus Naruto, Jungs. Jetzt ist er liegen geblieben, direkt vor uns auf der Straße. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Okay, wie lautet der Plan? Wir erst ihren Wachposten aus und suchen uns dann eine Position, von der aus wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Ich habe eine Bette, ja genau. Okay, lass uns loslegen. Ich nehme die einfach mal mit. Diese patrouilliert einen Wachposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und feuert auf meinen Befehl. Wo denn? Ich sehe den gar nicht. Ah, da.
schleicht euch in ihr Lager. Wir geben euch vom Kamm aus Rückendeckung. Viel Glück. Ja, das ist kein Thema. Ich meine, rumschleichen, da bin ich gut drin. Oh shit, das ist nicht so gut. Ja, ihr seid halt zu laut, ne? Aber mich können die noch nicht sehen, das ist gut. Ah, da war ich nicht schnell genug. Ich schieß gerade ganz schön schlecht, ne? Muss man ja... Ey! Och, Menno. So. Guck mal, alles kein Problem. Wir bilden ein gutes Team, nicht wahr? Bleibt wachsam. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Wir können ja mal reingucken. Goldbarren meins. Na gut, die ganzen Waffen, die können da drin bleiben, aber das Gold gehört mir. Das ist mein Sold. Dafür, dass ich hier mitmache. Ne? Immerhin bin ich ein Abenteurer. Kein Krieger. So, warte mal. Wo müssen wir denn jetzt mal hin? Da unten. Einmal zu Legardricke zurück. Also ich muss schon sagen, so Kaffee am Morgen ist schon echt ein Gamechanger. Gute Arbeit. Alter, 1000 Gold gab das. Das lohnt sich ja richtig, das am Anfang direkt zu machen. Das Gold reiche ich an Einsamkeit weiter. Melde mich zum Dienst. Ziel ist Festung Grünwall. Nochmal eine Festung. Schießt euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ah ja, klar doch. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Schon wieder eine Festung, okay. Ah, Festung Grünwall. Okay. Ja, dann werde ich die Abstimmung für das Kaiserreich jetzt auch rausnehmen. Wie gesagt, wir spielen jetzt gerade das Kaiserreich. Hatte sich die Community so gewünscht, wir hatten 80% Stimmen für das Kaiserreich. Das ist recht deutlich. Dann wollen wir dann natürlich auch... Wobei ich zugeben muss, ich glaube, ich hätte mich auch fürs Kaiserreich entschieden. Ich finde diesen Ulfric nicht cool. Ich mag den nicht. Der ist doof. Ah, geht schon wieder los hier. Da haben wir den ersten. Jawohl, noch einer knockt. Oh, der ist ausgewichen. Nice. Ich will den Bogen nicht wegstecken, warte mal. Jawohl, schöner Treffer. Okay, das ging irgendwie daneben. Aha. Das Schöne daran ist ja, die kommen ja alle raus, die Dullis. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht da rein. Okay, das war aus irgendeinem Grund. Das war ein Treffer. So, jetzt könnte mal einer hier die Tür für mich aufmachen. Ah, ich kann das auch selbst offensichtlich. Das Schöne an dem Bogenschützendeck ist auch, dass man tatsächlich
kein Magiker skillen muss, weil man ja gar nicht zaubert. Ja. Das ist schon praktisch. Weil wenn ich jetzt mal überlege, dass ich ein Kampfmagier wäre, dann müsste ich den Wert ja noch mitskillen. Weil ich sonst ja nicht vernünftig zaubern könnte. Aber ich muss zugeben, langsam gehen auch die Nordpfeile aus. Hey! Hey, Bro! Zwölf Prozent noch. Okay, das sind natürlich nicht mehr so viele. 5%, gleich haben wir es geschafft. Alter, ein Kaiserlicher ist down gegangen. Ich glaube, es ist aber over, ne? Wir haben den Fight gewonnen. Naja, das ist gut. So, wollen wir uns die Festung nochmal von innen angucken gerade? Wo wir gerade schon mal hier sind. Wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie die andere auch, ne? Da wird jetzt nicht viel anders sein. Aber wenigstens mal reingucken. Ich meine, wer weiß, ob hier nicht der absolute Oberbogen liegt, der, weiß ich nicht, der Zoomen Flumen und der macht 10.000 extra Punkte und kann jederzeit Schleichangriffe ohne Cooldown auslösen. Also 10.000 extra Schaden und ja, kein Cooldown beim Schleichangriff. Oh, hier ist eine Expertenholztür, oder? Gucken wir uns doch mal. Gucken wir uns das mal an, nicht? Tja. Das ist erstaunlich wenig, liebe Freunde, ne? Das ist erstaunlich wenig. Was ist denn hier? Das ist eine Zelle mit Tisch? Ja, schon die gehobenere Klasse, oder was? Normalerweise sieht das ja eher so aus. Hier ist dann wieder die tolle Folterkammer. Na super. Na gut, wenn es muss, ne? Aber Freunde, wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.